bin immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass wir das mit Herz machen und dass genau das ist, was wir eigentlich machen wollen. Und wir hoffen, das geht eben noch ganz, ganz lange und wir halten durch und ja. Mein Name ist Stefanie Meissner, bin 28 Jahre alt, komme hier aus der Region, aus Cottbus, bin gebürtig hier. Ja, und führe jetzt mit meiner Schwester das Haus. Ich bin Melanie Meisner, 29 Jahre alt, habe vorher BWL studiert an der Fachhochschule hier in Lausitz und ja, seit 2016 führen wir eben, wie meine Schwester schon gesagt hat, das Haus. Das Haus wurde eröffnet 1993 hier und es wurden verschiedene Sachen dann angebaut. Die Bowlingbahn ist später dazu gekommen, die Weiterstuben sind später dazu gekommen und an sich dieser Komplex mit den Hotelzimmern seit 93, also Okay. fast 20 Jahre. Jung. Ja, es war sehr spontan. Es war mitten im Weihnachtsgeschäft gewesen, wo Genau. uns die Frage gestellt wurde, wo natürlich Stress war ohne Ende. Und wir hatten nicht viel Zeit, um drüber nachzudenken. Und haben dann uns kurz zu Hause beraten und haben gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir sind noch jung, wir haben noch keine Verpflichtungen großartig. Wir haben ein super Team, was uns unterstützt. Und das war eigentlich so, waren die Hauptgründe, warum wir gesagt haben, wir machen es. Oder wir trauen es uns auch zu. Ja, und wir wussten ja auch gar nicht, ob alle bleiben, auch unter einer neuen Führung. Na, es hätte ja auch sein können, dass manche sagen, hey, nee, unter den Mädels wollen wir nicht Ja. arbeiten. Das war schon für uns ein Thema, aber fast 98% haben uns unterstützt. Und das war sehr, sehr spontan entschieden, war sehr viel Gerenne. Zwischen den Schichten haben wir ganz normal unser Weihnachtsgeschäft hier gehabt und waren von früh bis Abend eigentlich hier gewesen. Und nebenbei haben wir probiert, das dann alles noch irgendwie auf die Beine zu stellen und sehr viele Formalitäten. Wir hatten die Gründerwerkstatt nicht, konnten uns keinen Termin irgendwo holen, ne, wo man einfach ein bisschen Beratung auch bekommt, sondern Weil wir die Zeit einfach auch nicht hatten, um das in Anspruch zu nehmen. und deshalb war es schon spontan eigentlich. Man weiß, worauf man hingearbeitet hat. Also man hat viel Zeit vorher investiert. Ich als Hoteldirektorin, sie als Restaurantleiterin. Also man war ja so oder so von früh bis Abend da und man hatte ja selber gewisse Ziele einfach. Und da ja vorher die Zusammenarbeit schon super geklappt hat zwischen uns beiden, war das eigentlich eher so ein Vertrauensaspekt auch von dem Vorbesitzer. Und Herr Also. Schöpel, ja, nicht jeder gibt dir die Chance, ne? Wir sind nicht die eigenen Kinder Ja. von ihm, was ja viele einfach auch haben wollen. Und aber er hat uns eben, er hat gesehen, okay, hey, die Mädels kompensieren sich irgendwo auch. Und Machen das mit Herz. genau, und der familiäre Aspekt war, glaube ich, schon sehr, sehr groß auch bei ihm, wo er gedacht hat, okay, hey, das passt einfach dann auch zu mir und zum ganzen Betrieb hier. Ja, eigentlich mehr oder weniger vor Bürokratie, sehr viel Bürokratie, vor gesetzlichen Herausforderungen, die einfach nach und nach immer kamen. Man war in den ganzen Aspekten auch nie drinne. Man war auch, also beziehungsweise in diesen ganzen Kontrollsachen auch, ne, die kannte man einfach nicht, weil das immer Herr Schüpp gemacht hat. Und nun stand man selber da und war, du bist eigentlich 24 Stunden auf Bereitschaft, ne? Also, und das war, glaube ich, die größte Herausforderung für uns beide, wo wir gesagt haben, okay, hey, wir müssen jetzt wissen, wir stecken unser Privatleben, haben wir immer zurückgesteckt, aber jetzt steckst du es nochmal einen Schritt weiter zurück und du bist einfach immer da, du musst nachts erreichbar sein, wenn was passiert, wenn irgendwas sein sollte. Die Mitarbeiter waren einfach auch noch in der Sache, wo du gesagt hast, okay, du bist Restaurantleiterin, die haben dich angerufen, wenn jemand krank war und Es war konnte. eigentlich eine Herausforderung, die Position zu ändern. Also, dass sie von der Restaurantleiterin in diesen Chefposten gerutscht ist, das war bei den Mitarbeitern, hat ziemlich lange gedauert, dieses Umdenken einfach. Aber auch für mich selber, Also, glaube ich, da loszulassen das und kann man nicht. Also,
da zu sagen, okay, du bist jetzt einfach nicht mehr 24/7 im Service, ne? Sondern du musst dich jetzt einfach auch um ein paar andere Sachen kümmern. Und das war sehr, sehr schwer. Und Melli hat mir da relativ viel geholfen, da einfach auch mal ein Stück weit zu sagen, nee, das ist jetzt hier nicht deine Aufgabe, sondern dafür sind eben auch andere Leute noch da. Und das war eben nie in dem Denken eigentlich auch so drin, ne? Was wir kannten. Das war eigentlich so die größte Herausforderung, glaube ich. Also, da können wir froh sein, dass wir uns wahrscheinlich hier noch sehen und dass wir zusammen arbeiten. Dadurch verbringen wir sehr viel Zeit miteinander. Aber die anderen rücken da leider ein bisschen hinten runter. Ja. Zu jeder einzelnen. Also wir müssen auch sagen, wir gehen heute noch viel zu Papa und zu Mama und fragen einfach, weil da braucht man einfach auch manchmal gewisse Erfahrungen und vielleicht einfach mal eine neutrale Erfahrung oder einen neutralen Ansprechpartner auch. Und die stärken einem einfach auch den Rücken, wenn es mal schwieriger wird. Also man hat jede Zeit irgendwelche Unterstützung, kann man da erwarten. Und das ist halt viel wert. Also das ist auch das, was wir halt hier ins Unternehmen bringen, was wir von zu Hause kennen. Und deshalb ist hier im Unternehmen wahrscheinlich auch dieses Familiäre zwischen unseren Mitarbeitern und uns. Also hat einen ganz großen Stellenwert, worauf auch viele, also viele schätzen das einfach sehr und sagen, das kennt man aus anderen Unternehmen nicht. Also man verbringt eben die meiste Zeit auch hier und da sagen wir einfach, okay, wir wollen uns hier wohlfühlen, wir wollen, dass jeder Mitarbeiter gerne auf Arbeit geht. Ich glaube, das ist das Wichtigste heutzutage. Und klar, hat man nicht immer einen guten Tag und nicht jeder kann das auch immer haben, aber man probiert es doch dann, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu schenken. Und wenn die Leute auch mal bei uns merken, hey, die haben gerade beide ein Tief vielleicht, probieren sie uns einfach dann auch das Lächeln ins Gesicht zu schenken und zu sagen, okay, wir geben unser Bestes und ja, also angestellt haben wir ca. 30, davon sind 3 Azubis im Moment. Ja, wir haben uns ein bisschen zurückgeschränkt, ich sage, weil wir hatten vorher zwischen 7 und 8 Azubis immer im Betrieb und wir haben aber gesagt, wir konzentrieren uns eben auf die, die hier sind und die das auch wollen. Genau, und geben denen die Chance, dann einfach auch hier im Unternehmen zu bleiben. Und deswegen haben wir da in den letzten Jahr eigentlich so ein bisschen Stopp gemacht, um zu sagen, okay, wir fördern das, was da ist und probieren dann einfach Schritt für Schritt. Manchmal ist es dann auch einfach zu viel, man kann sich nicht um jeden kümmern und jeder hat auch so sein eigenes Problemchen, was er mitbringt und sein eigenes Päckchen irgendwo zu tragen und das ist dann in so einer überschaubaren Anzahl einfach auch viel, viel intensiver, irgendwo das Verhältnis zueinander. Ja. Also ich habe ja selber meinen Ausbilderschein in meiner Lehrzeit noch gemacht, weil es war immer ein Wunsch von mir, das mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten und wenn man mein erster Azubi war ganz, ganz toll und da braucht man auch nicht so viel Zeit reinstecken, einfach, das muss man ganz klar so sagen, also es kamen viele Eigeninitiativen und die Generation ist komplett anders geworden. Ich musste, glaube ich, lernen, mich umzustellen auf die Leute, auf die einzelnen Azubis dann auch, um zu sagen, okay, hey, wir machen jetzt das, wir machen das, wir machen das langsamer, das geht eben schneller, Prüfungsvorbereitung und so weiter. Es waren, glaube ich, schon viele Themen, wo wir gesagt haben, ich hänge auch wirklich sehr, sehr an meinen alten Azubis und wenn ich die heute sehe, da freue ich mich immer drüber und ich hoffe, irgendwann sieht man sich immer ein zweites Mal im Leben und jeder soll auch die Welt erblicken und das machen, was er möchte und deshalb bin ich auch ein ganz, ganz großer Fan davon, auch wenn ich es selbst nicht gemacht habe. Aber ja, ich sage eben immer so, die sollen raus in die Welt, um einfach auch zu schätzen wissen, was sie hier haben und wo sie dann zurückkommen können. Und da sind wir, glaube ich, beide mit offenen Armen, dass wir sagen, wenn es möglich ist, jederzeit. Also, ich dachte, ich habe mich eigentlich immer im Büro gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Arbeitsamt. Ich hatte mein Praktikum damals in der Agentur für Arbeit gemacht und habe dann halt mich am Schreibtisch irgendwie in Zukunft gesehen mit geregelten Arbeitszeiten und ja, dass es jetzt genau anders gekommen ist,
hätte wahrscheinlich niemand damit gerechnet, aber ich kannte das auch schon. Also ich bin schon immer damals nebenbei irgendwie joggen gegangen in gastronomischen Einrichtungen. Also sie kennt es ja durch die Ausbildung. Es ist ja eigentlich nichts anderes. Verlagern sich die Tage einfach nur. Sag ich immer so. Bei uns gibt's das Wochenende nicht. Genau. Bei uns ist das Wochenende dann Montag, Dienstag. Aber dafür können wir eben auch shoppen fahren, weil Sonntag hat nicht offen. Man muss immer das Positive sehen. Oder im Sommer, wenn man eben hat man den ganzen Tag und um 18 Uhr geht die Sonne unter und wir gehen eben auf Arbeit, weil da ist am meisten los und das ist eben ist so eine Sache, wo ich immer sage, man muss eigentlich immer nur das Positive eigentlich aus den Sachen rausziehen und nicht nur diese negativen Sachen. Und ich selber finde eben, ich habe mich damit arrangiert, weil ich eben das genau machen wollte. Am Anfang dachte ich erst so, ob das wirklich so mein Ding ist, ob ich das durchziehe überhaupt. Viel bin ich auch nach Hause gekommen, habe gesagt, oh nee, gar nicht. Ich glaube, das ist nicht mein Ding. Und so, ich muss sagen, nach einem halben Jahr habe ich dann einfach gemerkt, okay, das ist das, was du einfach machen willst. Ne? Und du bist am Gast, du siehst jeden Tag andere Menschen, du kannst einfach immer, du musst immer freundlich sein. Und das ist eben für mich sowas, wo ich auch, wenn mich mal jemand mit schlechter Laune sieht, sieht er mich trotzdem mit einem Lächeln, weil man hat es einfach drin irgendwo. Und da sage ich mir, das ist nichts Schlechtes, sondern eigentlich muss man einfach nur alles positiv sehen. Und das probieren wir einfach auch jedem irgendwie zu vermitteln. Und viele Leute eben auch sagen, hey, wir haben nie so einen Zusammenhalt vom Team gesehen. Mhm. Ne? Die Freundlichkeit von allen, die Herzlichkeit spielt eine ganz große Rolle. Und natürlich an das Grün. Ja, wir sind in der Natur und auch durch die Golden Ananas, durch das Pückler Café widerspiegelt das nochmal. Es ist mitten in der Natur. Ne? Und ich glaube, man kommt eben, also ich sag immer so, wenn ich nach Prado zum Beispiel fahre, ist es für mich wie in Urlaub fahren, an den Feldern vorbeizufahren und man kann da gar keine schlechte Laune haben. Und man kann auch gar keinen Bock auf Arbeit haben, weil es einfach immer schön ist. Also ich glaube, das ist eigentlich so das Besondere, wenn du hast einfach die Ruhe, die du vielleicht in deinem Alltag einfach nicht. Frauen speziell nicht grundsätzlich. Also haben wir jetzt zumindest so kennengelernt, unser Alter spielt da mehr oder weniger eine große Rolle. Jetzt nicht die Fraulichkeit, sondern eher, dass es gerade bei den Alteingesessenen etwas länger dauert, weil die das Jüngeren einfach nicht zumuten. Wahrscheinlich, wo wir das übernommen haben, hat ganz Cottbus gesagt, oh Gott, das schaffen die Mädels nicht, wir geben denen ein Jahr, so ungefähr. Und wir konnten denen jetzt einfach zeigen, okay, wir können es. Und wir können es einfach auch mit den Leuten, also wir können mit den Leuten mithalten und mit Herzblut dabei machen. Das ist eben das, was wir jahrelang gemacht haben, ist jetzt einfach nur für uns. Aber dass es Frauen jetzt grundsätzlich schwieriger haben, haben wir jetzt persönlich nicht verstanden. Genau. Durchhaltevermögen, glaube ich, ist das Grundsätzliche, ja, was man wirklich mitbringen muss. Und es wird nicht immer gut laufen und es wird auch schlechte Zeiten geben, so wie in jedem Leben. Und in jeder Situation, aber es ist, glaube ich, wirklich dieser Zusammenhalt, was man einfach auch, also man muss einfach auch irgendwann mal abschalten. Und das haben wir jetzt auch erst gelernt. Ja, das konnten wir leider vorher auch. Nach 4 Jahren, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir müssen auch mal privat in Urlaub fahren und wir müssen auch mal getrennt in Urlaub fahren und wir müssen uns auch mal trennen. Und ja. Dann